How to do it like. Hallo, liebe Freunde. Ja, Mato hier mit dem. Ja, wie soll ich sagen, mit dem Razer? Nicht mit dem Razer, mit dem Panda Party. Mit dem Razer? Nee, das nein, ist die Panda. Yay. Und ja. Wie man vielleicht erkennt, wir spielen hier DayZ. DayZ, Mami. Und wie man sieht, ich habe auch schon mal ein bisschen gelootet. Ich habe einen Helm, ich habe eine Waffe und ich werde jetzt erstmal aus meinem T-Shirt erstmal kurz ein paar Racks machen. Ah, zieh dich aus. Ja, Verbandsmaterial. Und ich habe mir schon mal ein bisschen die Häuser angesehen. Also ich will jetzt kein besonderes Haus, in dem man irgendwas Spezielles finden könnte. Ja, ich bin dagegen etwas unerfahrener in DayZ. Also wenn ihr irgendwelche Sachen noch findet oder bemerkt, was ich jetzt verbessern könnte, hey, du wendest doch gar nicht den und den Trick an, dann schreibt es unten in die Kommentare rein, weil, hilft uns auf jeden Fall weiter. Ja, uns beiden. Ich habe bis jetzt noch nicht sehr viel und, ich würde sagen, wir gehen dann auch schon mal ein bisschen looten, ne? Ich bin gerade überlegen, rennen wir jetzt Richtung Kamishobo oder rennen wir schon direkt Richtung Nitzneu, wenn wir Airfield wollen? Weiß es nicht. Nitzneu, wir rennen direkt nach oben. Gut. Und erstmal hier ein bisschen was trinken. Ja. Ja. Lol, ich kann hier irgendwie nichts trinken. Ich auch nicht wirklich. Map. Damp. Ah. Oh, jetzt haben wir Klamotten aus und ich kann hier nicht saufen. Nein. Platsch. Ich will eigentlich nur was trinken. Ja. Na gut, ja, dann rennen wir jetzt erstmal Richtung nichts Neues. Ist jetzt erstmal egal. Guck mich an. Ja, wo bist du denn? Ich hier unten. Ja, wo ist er denn? Hier unten im Wasser. Na, was geht? Na, komm rauf, wir wollen weiter. Oh, okay. Und ich gebe den Tipp: zieh dir dein T-Shirt ins Inventar, mach daraus Rex. Das billigste Verbandsmaterial, was du haben kannst. Oho, sehe ich jetzt sexy aus. Ja. Und leg dir die Racks auf die Null. Nur als Tipp. Auf die Null? Siehst du, die Null habe ich gar nicht. Wieso, unten in deinem Inventar ist, hast du schon? Ja, ganz rechts. Achso, ja. So geht's natürlich auch. So. So, und jetzt steh auf. Mit C. Warte. Ich renn schon mal zur Tanke. Nein. Und was wir euch natürlich auch noch mit auf den Weg geben wollen, sind eventuell jetzt in den ersten Folgen ein paar Einsteiger-Tipps. Und zwar, was man am Anfang beachten sollte, die Orientierung. Wo bin ich? Wo muss ich hin? Wo finde ich Loot? Und das mit wirklich, also wir haben damit große Erfahrung gemacht. Zumindest ich und hier ist ein Hut für dich. Boah, geil. Na? Du backst bei mir gerade voll durch die Wand. Na? Komm, nimm ihn. Ja, hast ihn. Yay, sehe ich geil aus. Ja. Und unser Ziel ist jetzt erstmal nichts Neues. Und dann. Kommst du? Ja. Hallo. Warte. Hier, das ging doch hier über. Nee, ups. Die Taste unter Tab. Ja. Und ich würde vorschlagen, wir schauen jetzt erstmal. Ja, ich weiß, dass du komplett nass bist. Wir schauen jetzt erstmal kurz bei der Fabrik vorbei. Ja. Dann ein bisschen. Ich glaube, da findet man sogar ziemlich viel. Und ja.
ja, wie gesagt, wir sind bei gewissen Gebäuden sind einfach noch unerfahren. Bei Tipps, Anleitungen oder sonstigen einfach in die Kommentare damit. Ja. Alles, was uns hilft, kann uns nur helfen. Und es soll man es jetzt schon sagen, es werden uns hin und wieder mal ein paar Gäste mit besuchen. Ja, kann man sagen, ja. Erfahrene Gäste. Ja, erfahrene Gäste, vor allem, wie soll ich sagen, es waren meine Lehrmeister. Ich habe mit ihnen, glaube gut 40 Stunden gespielt, bevor ich hier angefangen habe, damit dass ich Erfahrung habe, damit dass ich weiß, was man beachten sollte. Vor allem auch ungefähr in etwa die Gebäude, die man eventuell looten kann, looten soll, wie auch immer. Und wir rennen jetzt erstmal. Immer so einen Parallelsprint machen, ne? Ja, ich renne jetzt erstmal kurz hier rüber. Mit V war das, glaube ich. Genau. Mit V springt man über Hindernisse. Mit Enter ändert man seine Perspektive. Mit. Zwar in etwa so. Geht's denn hier in das Scheißbus rein, ne? So, ich bin jetzt auf dem Gelände. Da ist eine Schaufel. Hm. Oh, ich habe ein geiles Bettchen gefunden, ne? Oh, Handschuhe. Na, gab's doch gerade eben irgendwas zu machen. So, und ab heute bin ich Biker. Brauchst du eine Schaufel? Oh, ich hab 7,62 mm Kugeln gefunden. Wo bist du? Ich bin in dem Haus nebendran. Warte, ich komm gleich raus. Es ist so eine komische Holzhütte da. Hier gibt's nichts groß zu looten. Ja, die Munition brauchst du jetzt noch nicht. Ohne Waffe, ohne Magazin bringt dir das erstmal gar nichts. Weiß, die findet man so selten. Und warte. Bin hier in dieser Garten. Ich bin jetzt. Oh, ich bin, nice. Was ich hab einen Schlüssel gefunden. Und was? Einen Schlüssel. Behalte den Schlüssel, wenn wir Handschellen finden. Wenn wir Handschellen finden, können wir die damit wieder aufspüren. Ja. Was ist denn hier? Also irgendwie. Also hier ist ein Brecheisen. Dass ich mir die Schaufel nicht aufnehmen kann. Weil du schon eine Waffe hast. Nee, die habe ich gerade eben abgelegt. Jetzt geht's. Hier liegen ein paar Sägen. Die Sägen braucht man, um zum Beispiel eine Schrotflinte abzusägen. Oh, hier liegen zwei Macheten. Hier liegen zwei Macheten, wenn du eine haben willst, als Büchsenöffner. Wo bist du? Ich renne gleich wieder raus auf die Straße. Ach geil, hier oben war ich auch noch nie. Weg von der Leiter, da fliege ich nur runter. Also man bricht sich sehr leicht was in Daisy. Ich kann davon ein Lied singen. Du aber auch. Ja, ich hab's ja vorher mit dem Lieder singen. Wenn ihr das noch nicht gesehen habt, dann guckt doch einfach mal bei Yamato bei. Ich glaube Folge 53 war. Nee, Minecraft Folge 57 ohne Worte. 57 ohne Worte rein. Da findet ihr auf jeden Fall was ganz Besonderes. Und ich werde diese Schmankerl auch nochmal als einzelnes Video hochladen. Wo befindest du dich jetzt? Ich renne jetzt gleich raus auf die Straße. Ich befinde mich jetzt einfach mal bei dem Turm, bei dem Fabrikgelände. Du weißt ja, wo die Bahngleise sind, ne? Ja. Da bei der Straße, da stehe ich jetzt. Ich auch. Komm doch einfach zu den Türmen gerannt. Ich stehe vor dem einen Turm da. Ah, seh dich schon hinter dir. Oh, sexy. So, weiter Richtung nichts Neues oder? Weil ich meine, hier gibt es eigentlich keinen besonderen Loot mehr. Naja, wollen wir hier in die Lagerhalle nochmal reingucken? Ja, genau, wenn du da hochrennst, ich glaube, zweiter oder dritter Stock, da findest du dann zwei Macheten. Hier unten ist eine Brechstange. Ja, oh, hier ist. Ich muss was trinken. Okay, hier ist schon mal eine Säge.
Ja, brauchst du nicht, brauchst du nicht. Da bringt die Machete mehr. Ja, das ist nämlich auch ein Dosenöffner. Ja. Zwar weniger gegen Zombies, weniger gegen Zombies, aber mehr als Dosenöffner. Also, genau. Das heißt, wenn man mal eine Dose Futter findet. Ach ja, zum Thema Essen. Die Erfahrung habe ich nämlich auch schon gemacht. Man sollte bei DayZ nichts Verrottetes essen, da dies sonst den sicheren Tod bedeutet. Ja. Außer man findet in einem Krankenhaus Kohletabletten, dann kann man sich damit noch retten. Was liegt denn da noch alles? Was denn? Achso, das war nur ein Schraubenschlüssel. Ja. Was ich gerade noch gesehen habe. So, wo bist du denn? Ich bin rechts von dir, warte. Hier. Ja. Oh. So. So, ich. Was geht? Ich bin hier der Reiseführer. Ich war dann lang. Wo bist du denn? Ich führe durch die Reise. Wo bist du denn jetzt hin? Einmal ums Gebäude rum. Ich auch. Ich bin jetzt bei den Bahngleisen. Ah. Davon bin ich eben wieder weggerannt. So, warte. Komm. Ach man, jetzt wollte ich extra das Ding damit nehmen. Ich seh dich schon, ich seh dich schon. Ja. So, hier entlang. Hier ist nämlich, müsste auch ein Gewässer sein zum Trinken. Ja, ich meine da unten unter der Brücke, genau. So. Beide haben nämlich eine schöne Karte hier liegen. Nee, ich hab die Karte jetzt nicht offen. Drink some water from the pot. Ah, ich bin noch nicht ganz hydrated, also. Bisschen geht er noch, oder? Nam. Ich glaube, trinken kannst du so viel wie du willst. Nee. Bis hydrated in hellgrün dasteht. Ist jetzt ein bisschen dunkelgrün, aber. Muss hellgrün sein. Da musst du erstmal eine Zeit lang nichts mehr trinken. Geht erstmal. Also ich bin jetzt erstmal voll gesoffen. So. Wir müssen jetzt in diese Richtung. So, warte. Was machst du? Panda? Los. Ei, jetzt. Matto? Panda? Ja. Ah, jetzt höre ich dich wieder. TZ. Und zwar in Nitz Neue gibt es auch einige Lagerhallen, die man looten kann. Zum Beispiel jetzt für eine Jacke oder auch für Westen. Das bedeutet mehr Platz im Inventar. Und auch bei DayZ, für die, die es noch nicht kennen. Sobald man stirbt, ist alles, was man hat, verloren. Weg. Das ist der schöne Spaß daran. Und es ist auch ein gewisser Anreiz, weil zum Beispiel, ich meine jetzt mal bei Minecraft, als Beispiel. Man findet seine Sachen wieder. Man hat, ich glaube, 6 Minuten oder so Zeit. 5 Minuten hast du bei Minecraft und deine Items wieder zusammen. Hier bei Daisy ist es so. Selbst wenn du deine Leiche finden würdest, du kannst sie nicht looten. Du kannst sie einfach nicht looten. So, ich bin hungrig. Und noch etwas, was auch ein ganz nettes Gimmick ist, was die wenigsten wissen. Wenn jetzt hier hydrated, so wie hier auf hellgrün ist, und ich habe dann später genügend gefressen, das heißt, sprich, ich bin energized, ebenfalls auf hellgrün, dann kommt ein Text, der nennt sich Healing. Das heißt, ich werde dann aber komplett voll geheilt und sobald da Healthy steht, habe ich den größtmöglichen Widerstand. Warum bist du so schnell? Weil ich hydrated bin. Ich doch auch. Außerdem, jetzt packe ich mal meine Fäuste aus, dann bin ich nochmal ein bisschen schneller. Warum durch Fäuste auspacken wird man noch langsamer? Schneller. Ja? Ich hab's ausgetestet. So, jetzt sind wir langsam in Nitz Neue. Und über Nitz Neue gehen wir dann weiter in den Norden zum Schiffswrack. Und dann wird unser nächstes Ziel Berenzino sein. So, ich warte mal kurz auf dich. Doch gar nicht, ich bin auch. Jetzt bin ich nicht mehr hydrated. Bist du noch? Ich bin immer noch hellgrün. Ich habe genügend getrunken. Hätte auch noch. Aber. So, ich laufe jetzt mal hier rüber, dann ist da jetzt nämlich. Ich weiß gar nicht, ob es hier eine Polizeistation gibt. Glaube nicht. Aber hier ist ein Farminghaus. Könnte Loot bedeuten.
Ja, und hier gibt's Loot. Ja. Gaskartusche kannst du vergessen. Siehst, das ist ein heißer Tipp, dieses Gebäude. So, ich renne jetzt mal kurz hier raus. Ich gibt's ja Minusgabe, aber... So, ich renne jetzt wieder zurück ich renne jetzt wieder zurück zur Hauptstraße. Ich bin direkt hinter dir. Ja, ich bin gut hydrated. Das nächste, was wir brauchen, ist Futter. So, ja. In diesem Hafensektor gibt's nichts, aber ein Stück weit da vorn. Wenn wir das Haus hier gerade looten? Die Häuser, da gibt's nicht wirklich viel. Und das Wasser, es gibt es. Dann rennen wir grad durch. Ja, weil ich sag mal so, die wichtigsten Häuser, die habe ich im Kopf. Die wichtigsten Häuser habe ich im Kopf. Ach so, ich habe meinen Schlüssel in der Hand. Ja. Das erklärt's. Warte kurz. So, nein, jetzt hab ich den Schlüssel abgelegt. Jetzt habe ich den Schlüssel abgelegt. So, verdammt, warte. Und rein damit. Habe ich halt ein Eis irgendwie in den Händen. Aber komisch. So. Ich renne schon mal ein Stück weiter. Moment mal kurz. Nein, da renne ich nicht hin, da ist ein Zombie. Warte mal kurz. Was uns hier zum Beispiel jetzt helfen könnte, wenn ihr Feuerwerkst. Wenn die zumindest einer von uns hat. Durchaus möglich, ja. Bitte? Durchaus möglich, ja. Nee, weißt du wieso? Alter, kann man Schlüssel nicht aus den Händen legen? Kann man normalerweise. Was ist denn da hinten? Ah, ich glaube, wir sind in der Nähe von Berenzino, denn wenn es mir nicht ganz täuschen, ist da hinten die Baustelle. Jetzt habe ich es aus den Händen, ja. Die Schlüssel. Ich weiß ja nicht, wo wir sind. Ich weiß ja nicht, wo wir sind und unser nächstes Ziel wird die Baustelle sein. Da ist nämlich Berenzino, da gibt es auch einen Supermarkt, da gibt es ein Krankenhaus. Kommst du? Ja. Aber jetzt erstmal die Lagerhallen looten, dann das Schiff und dann erst weiter nach Berenzino. und beim Schiff kannst du nämlich dann auch noch mal ein bisschen was trinken. Und das Wichtigste ist, ich find's einfach nur so genial, worauf die hier wirklich geachtet haben. Denn DayZ, für die, die es noch nicht wissen, es ist ursprünglich war DayZ ein Arma 2 Mod. Und da hattest du dann, wenn du gespawnt bist, hattest du eine gewisse Grundausrüstung. Ich habe Verbindungsprobleme. Ich hab die rote Kette. Ja, ich gerade auch. Ich hoffe, das bedeutet nicht gerade Server Restart. Wäre ein bisschen scheiße jetzt. Ja. So, wo wir stehen geblieben? Alter, du bist so schnell. Bitte? Ist so schnell. Gibt's gar nicht. Ja, weil ich komplett hydrated bin. Ich verstehe nur nicht, warum das so schnell bei mir weg war. Weil du zu wenig getrunken hast. Bei mir war es aber auch grün. Ja, dunkelgrün. Dann gibt's nochmal eine Steigerung, ja, und zwar hellgrün. Fast hell. Egal. So, da vorne ist nämlich ein Hafengebiet mit einigen Lagerhallen. Was glaubst du passiert, wenn man jetzt überhydrated trinkt, also viel zu viel? Dann wird dir schlecht. No. Ich habe jetzt die gelbe Kette, das ist ja verbindlich. Ich auch. Bei 13 Sekunden keine Nachricht. Runter vom Server. Runter vom Server, das bedeutet Restart. Das bedeutet eindeutig Server Restart. Du sprintest bei mir gerade auf der Stelle. Ich bin schon runter vom Server. Süß. So, und ich würde sagen, dann machen wir hier einen kleinen Cut. Oh, das schneide ich jetzt einfach raus. So, bis dahin. So, die Aufnahme läuft bei mir immer noch. Du machst aber einen Cut, ne? Jo. Okay.
Irgendwie fehlt mir gerade ein bisschen spontan das Zeug zum Labern. Ach, das ist wieder der Server, von dem wir geschmissen Was wurden. hältst du denn davon, wenn wir jetzt sowieso mal so einen Cut machen? Ganze dann mittags oder so fortsetzen.